Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ihr seht hier ein wildes Kickli. Das Event hat angefangen. Kanto Bonus ist am Start. Wir gehen heute mal alles durch. Welche neuen Raids gibt's? Welche neuen Shinies? Also Shinies kann ich euch jetzt gleich schon sagen. Und zwar ist es Slimer und Kleinstein. Kleinstein ziemlich cool und auch relativ nützlich. Und Slimer sieht einfach aus wie Alola Slimer. So giftgrün. Ja, hier haben wir mal das erste Kickli hoffentlich. Für meinen Kleinen. Und ja, wenn ich den rübertausche, wird er hoffentlich Glückskickli. Bam. Ich habe schon gehört von vielen coole Sachen bei Nearby. Viele Lapras, Galaxo, Schlurp, Nocturne, Kickli. Also, Event scheint schon gut abzugehen. Und natürlich gibt es auch die 7 Kilometer Alola Air mit den regionalen. Die sollen relativ selten sein. Sogar ziemlich selten. Und soll irgendwie auch so Tangela aus den 7ern kommen. Was natürlich eigentlich nicht so cool ist. Weil wir wollen ja die regionalen. Und eigentlich hieß es ja auch nur die Alola und die regionalen. Und Tangela ist weder noch. Aber vielleicht ist es auch nur ein Fehler, wir werden es noch sehen. Wobei ich persönlich habe nichts gegen Tangela, aber lieber Taugos. Die Wahrscheinlichkeit ist eh schon so gering bei so vielen. Wenn da auch noch so Tangela und sowas kommt, ja, das ist nicht cool. So, hier haben wir einen der neuen bzw. alten Raids. Und zwar ist es Nocturne. Einer, der freut mich persönlich sehr. Den wollte ich unbedingt wieder. Bei mir fehlt noch ein 100er. Und jetzt mit Tauschen und Glücks-Pokémon und so, fehlt mir natürlich auch ein Glücks-Nocturne. Wir müssen uns beeilen, weil das ist das Sportzentrum. Und das wurde hier erneuert. War eigentlich die ganze Zeit eine Baustelle. Und jetzt ist es anscheinend fertig. Und genau jetzt ist da die Eröffnung, da sind ganz viele Menschen. Was für ein Timing. Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, Nocturne. Und Blitzer wollte ich auch unbedingt wieder. Und der ist anscheinend auch da. Was komisch ist, weil Flamare und Aquana nicht da sind. Aber Blitzer ist wieder da. Das heißt, wir haben noch eine Chance auf einen Blitzer Solo Raid. Tangela ist leider weg. Aber nach dem Raid zeige ich euch nochmal alle aktuellen Kanto Raids. Galaxo, Lapras sind wieder am Start. Dementsprechend, schreibt unten in die Kommentare, was euch so gefällt. Ja, macht das lieber erst, wenn ich euch alle gezeigt habe, weil jetzt wisst ihr ja noch nicht mal alle. Und was Neues, was sehr interessant ist, Raids dauern jetzt 90 Minuten anstatt 60 Minuten und das Ei ist aber dafür nur 15 Minuten da. 15 Minuten Ei und dann Raid 90 Minuten. Was ziemlich gut ist, vor allem bei der Vielfalt, die es momentan gibt, gibt es halt mehr Zeit zum Planen und so. Weil ansonsten wäre es echt zu chaotisch. Aber man müsste immer warten, bis das Ei sich öffnet. Und dann könnte man erst planen, weil viele wollen den und den nicht machen. Wie zum Beispiel ich. Ich habe kein Interesse an Arctos zum Beispiel. Da habe ich einen 98, 2 98er, einen auf Max. Und Shiny Arctos bereits. Und so geht es halt vielen. Der braucht kein Zapdos, der braucht kein Lavados und so weiter. Also das haben die echt gut eingeführt. Eier habe ich auch ein paar am Start, aber ich muss erstmal die alten ausbrüten, damit ich Platz für die neuen habe, für die regionalen Eier. Und da hoffen wir natürlich auf Taugos. Ich blende hier kurz mal auf die IVs ein. Die WP. 1421 braucht, glaube ich, Taugos aus dem Ei für 100er. So. Ice Punch, interessant. Ups. Hab ja den Kleinen auch noch. Nicht vergessen hier. Weil Nocturne eigentlich kein Problem ist. Und allein, dass der Kleine einfach nur drin ist, gibt mir ja den Freundschaftsbonus. Dementsprechend natürlich auch extra Bälle. Aber ich habe mir mal überlegt, mit dem richtigen Freundschaftsbonus könnte man vielleicht Absol alleine schaffen. Weil Absol ist relativ leicht. Mit Wetterbonus und Ding, denke ich mal, Freundschaftsbonus letzte Stufe? Auf jeden Fall. So. Bei Mewtwo sind nicht alle, haben alle unterschiedliche Attacken, dementsprechend weiß ich gar nicht, wer welche Attacke hat. Und da sind natürlich nicht alle perfekt ideal gegen Nocturne. Simsalamax habe ich. Oh, Godewar wäre auch gut gewesen. Hätte ich auswählen sollen. Godewar ist natürlich auch gut. Fee und Psycho.
Luciana, Max, Sumsala, Max. Flug ist natürlich auch gut, weil Quasar Doppelflug unter anderem. So. Albis habe ich jetzt nicht im Kopf, leider. Müsste ich mal nachschauen. Servus! Dein Büro. Auf jeden Fall schon mal sehr schlecht, weil der hat besser. Da will er nicht drin bleiben. Zickig, zickig. Immer noch nicht. Alter. Geht doch. Ja. Ein V-Check für euch. Really strong. Boah. Ja Leute, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Und zwar, so wie es aussieht, waren am Anfang des Events noch andere Raid-Bosse da. Die waren fälschlicherweise von Niantic durch irgendeinen falschen Knopf mal wieder noch da. Zum Beispiel Onyx, leider auch Blitzer. Das heißt, Blitzer gibt's gar nicht jetzt momentan. Hätte mich auch gewundert, weil Flamago und Aquana, von denen war nichts zu sehen. Einfach nur Blitzer. Was mich natürlich traurig macht, weil ich wollte die zweite Chance gegen Blitzer. Aber naja, jetzt haben wir, glaube ich, hoffentlich, die richtige Liste. Stufe 1 gibt es. Die drei Gen 1 Starter natürlich, Carpador und neu, Dratini. Und natürlich, so wie immer, alle Stern 1 Raids, auch als Shiny erhältlich. Dann 2 Sterne Raids, Magma, Electek, Magneton und Schlurp. Offensichtlich kriegen die alle eine Weiterentwicklung in Gen 4. Also dient es natürlich der Vorbereitung auf Gen 4. Was interessant ist vielleicht, ist Schlurp, weil ich brauche noch einen Lucky Schlurp. Dann Stufe 3, die interessanten für Solo Raids. Machomai, der geht nie weg, Mann. Machomai immer am Start. Kikli und Nocturne. Nocturne haben wir bereits gemacht. Kikli kann ich. Ich habe zwar einen 100, aber ich brauche einen Glücks-Kikli auch noch. Also kann ich da auch ein paar machen. Simsala ist wieder am Start. Und Sichlor. Beide für mich vollkommen uninteressant. Das heißt eigentlich nur Kikli und Nocturne. Und Schlurp ein bisschen. Dratini auch eigentlich vollkommen uninteressant für mich. Ihr könnt ja unten in die Kommentare schreiben, wie ihr Dratini findet. Dann Stufe 4. Giovatz und Rizeros. Rizeros, ihr wisst, kriegt eine Weiterentwicklung wie Hornio. Aber auch die zwei für mich eher uninteressant. Aber Relaxo und Lapras sind wieder am Start. Und die sind natürlich richtig saftig. Von denen will ich auf jeden Fall ein paar machen, wenn es sich ergibt. Und dann natürlich die drei Vögel. Und nicht vergessen, immer noch Regirock am Start. Der ist bis zum 20. da. Und danach wird er von Mewtwo abgelöst. Das waren so die neuen Raids, beziehungsweise alten. Wie gesagt, für mich eigentlich nur interessant, Nocturne, Kikli, wobei Kikli auch eher nicht so. Lapras und Relax, wobei Lapras auch eher nicht so, also um ehrlich zu sein, ziemlich schwach. Keine neue Herausforderung, was 3 angeht. Ja, leider nichts komplett Neues. Wobei Schlurp, ich weiß nicht, ob wir den davor schon mal hatten, ich glaube schon. Aber an sich nichts allzu Besonderes. Wie gesagt, eure Meinung zu den Raids unten in den Kommentare. Aber das war's erstmal von mir. Geh jetzt noch ein bisschen raus, raiden und Kilometer sammeln für die Eier. Immer schön fleißig brüten. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon is serious business.